Hoi. Hoi. Na? Ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe, man sieht mich. Ich hoffe, man riecht mich. Toi, Onovo. Und sorry für die Double-Begrüßung. Ja, moin moin Leute, sorry für die Double-Begrüßung, aber wir haben eine Breaking News. Denn die User, Bernardo, TGL Frafra und Onovo sind gerade angekommen. Einmal auch ein Hoi an alle. Ja, das war jetzt eigentlich die Breaking News. Man kann nur mutmaßen, dass sich die Ereignisse wieder etwas einpegeln und halt jeder was davon hat. Und ja, und ansonsten habe ich noch eine andere Breaking News, und zwar ist Tanzverbot gerade aufs Klo gegangen. Aber dazu kommt beim nächsten Mal noch mehr. Also, ist wirklich ganz schön vieles los. Die News überschlagen sich gefühlt. Aber gut, das war soweit alles. Ich muss etwas davon runterkommen. Ich denke mal, ihr auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Gehabt euch wohl. Euer Herr Newstime! Ja, ich habe Koffein-Intos und Schlafmangel. Das ist keine gute Kombination. Das fühlt sich manchmal echt schlimmer an, als besoffen zu sein. Und ich weiß nicht, wie man sich besoffen anfühlt, aber ich denke mal, es fühlt sich so an. Ach ja. Aber okay, ich komme auf ein paar Änderungen zu sprechen. Und zwar, ich habe es auch noch geregelt bekommen, dass ich jetzt sowohl die Soundeffekte als auch die Playlist hören kann. Deswegen werden wir ab jetzt auch Isaac mit Playlist spielen und nicht mit Ingame-Sound, weil, wie gesagt, ich finde den Ingame-Sound, also die Ingame-Musik meine ich, den Sound hören wir natürlich trotzdem, aber ich lege eben hier meine Musik nochmal drüber, weil ich finde den Soundtrack, ich finde den Isaac-Soundtrack jetzt nicht gerade so spektakulär. Hören wir uns hier lieber lustige Sonic-Musik an. Oh, und apropos Sonic, ich weiß nicht, ob Leute jetzt was cool finden oder nicht viel davon halten, aber ich habe da unten links da sowas eingeblendet. Das war so eine kleine Idee, wo ich von dachte, da hat vielleicht jeder was von. Und zwar, ich habe mal so ein kleines Goal eingeführt von 25 Euro. 25 Euro, weil das Spiel in etwa so teuer ist. Ich glaube, das ist irgendwie 23 irgendwas, aber ich habe es jetzt mal aufgerundet einfach mal. Zumal es wahrscheinlich auch wieder steigen kann. Und alles andere sind sowieso dann Arztkosten, die ich dann auch noch irgendwie tragen muss, nachdem ich das gespielt habe. Da wird wir einen lustigen Sonic Boom Marathon haben, wo ich in einem Stream durch Rise of Lyric komplett durchspiele. Und wir hoffentlich danach noch alle leben. Aber okay, ich habe auch alte Macht überstanden. Aber okay, wenn man alte Macht übersteht, heißt jetzt nicht, dass man Sonic Boom auch noch übersteht. Aber da hat man immerhin was zu lachen. Immerhin etwas. Und ich habe es auch mal vom Audio ein bisschen angepasst. Das sollte jetzt eigentlich... Ich habe es jetzt ausführlich getestet. Das sollte jetzt eigentlich genau passen von der Lautstärke alles. Wenn nicht, müsst ihr mir sagen oder ich gebe mich dann erhängen. Aus Inkompetenz. Und der Chat ist nun auch... Nicht mehr nur ein halbes Fenster, sondern mal ein ganzes jetzt. Also alles perfekt. Den Stuhl bringe ich noch ein bisschen nach vorne. Oh, ein bisschen nach hinten. So. Gut. Das Lustige ist, dann können wir auch dann live endlich mal Rampen als Rampen nutzen. Oh, ich habe ja Sonic heraufbeschworen. So, die ganzen Sonic-Tracks, yay. Hoi, Absorkun. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch an. Wir haben jetzt 21 Uhr. Und ich habe mir überlegt, ich mache es doch lieber mit Zettel und Stift. Dass ich mir den Ziel mal kurz auf den Zettel schreibe. Ist einfach angenehmer. Nimmt jetzt ja auch nicht so viel Zeit weg. Gut, dann mal los.
What? Was? Penta, danke. 5 Euro. Danke. Das ging schnell. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch nicht mal mit dem Stream angefangen. Wollt ihr mich leiden sehen? Ich habe jetzt eigentlich dass das Goal. Ja, okay, ich weiß nicht, was noch alles kommt. Aber ich habe das Goal eigentlich jetzt gesetzt, weil ich dachte, ah ja, es wird vielleicht einen Monat mal erreicht oder wenn überhaupt. Ich habe noch nicht mal gespielt. Okay. Aber gut. Ich würde sagen, wir hatten ja das mal mit Lord Azazel was gemacht. Wir können jetzt theoretisch jetzt einfach 6-mal mit Lord Azazel Satan besiegen, aber das wäre ziemlich lame und wir kriegen den ja auch nicht immer. Ja, das habe ich gerade ein bisschen auf das bezogen mit den Rampen. Das habe ich gerade noch so mit einem halben Auge noch gelesen. Ich spiele mal Eve ganz gerne. Und ja, die nehmen wir auch. So. Oh, das ist schon mal geil. Ja, wir gehen direkt rein. Weil, kriege ich was Schönes dadurch. Jetzt können wir zwar jeden Moment sterben, aber wir sind okay. Wodurch das jetzt auch nicht so leicht passiert. Dramatische Musik passt schon perfekt am Anfang. Oh nein, diese Gegner. Es ist alles so edgy. Oh Gott, das kann nervig werden. Aber wir haben unsere Tricks. Oh! Ich werde auf jeden Fall auch noch sowas einbauen, wenn das jetzt wirklich... wenn jetzt was öfter mal passiert mit Spenden, wenn ich jetzt öfter mal so Ziele mache, dass ich dann... Das will ich auf jeden Fall noch einbinde, dass man auch die letzten Donator noch sehen kann. So als Ehrung. Oh, das wäre gut, wenn der jetzt da explodieren würde. Nice! Oh, gib her. Ich bin safe. Na komm, explodier da. Ja, komm. Bisschen näher. Ich will die Bombe. Da will ich einen Bombenprank damit machen. Scheiße! Ja, mir könnte da auch eine gegeben. Ist okay. Donation Sound war zu laut. Oh. Ja, ich mache ja sowieso bestimmt mal eine Pause, dann fixe ich das. Na gut, der soll ja auch ein bisschen auffällig sein, aber ich denke mal, der war ein bisschen zu laut. Oh. Ach komm. Ich mag eigentlich mal so Laserdinger. Die haben was. Und das hat eigentlich ein perfektes. Ach scheiße. Ein perfektes Eve-Setup. Ja, wohl jetzt nicht mehr, weil wir das Seelenherz nicht mehr haben. Oh, das war doch eine gute Entscheidung. Oh ja. Das so zu machen. Ist auch nur der Boss. Ich suche erstmal den Secret Room, der sollte da sein. Ach genau. Stimmt, das kann ich auch mal einbauen. Das mache ich vielleicht als Sub-Sound dann. Mal schauen. Ja, wohl, an sich ist ja sehr so die Idee dahinter, dass ich ja so meine Alerts jetzt immer nach so irgendwelchen Pokémon-Sounds nachempfinde. Oh, nice. Wir sind wieder safe. Das ist jetzt so der eigentliche Witz dabei zum Beispiel. Das war jetzt, wenn man eine TM bekommt, das eine ist, ich glaube, wenn jemand Swallow, dann wenn man praktisch ein Item bekommt, das andere. Man Level abbekommt, irgendwie sowas, dann. Das ist ja so. Oh! Nice! Das ist einfach, bisher. Oh! Oh, mach ich. Oh nein, jetzt hat der. Der hat mich jetzt zwar voll geheilt, sie ist also nicht mehr ganz OP, aber ich habe einfach 5 Herzen dazu bekommen. What the fuck? Ja, ich muss. Ich werde doch später mal so wie die Tanzverbot so. Ich kriege einfach Tausende von Euros während beim Schlafen. Also wörtlich, während ich im Stream schlafe. Gib mir all die Herzen. Ich habe ja sowieso jetzt Seelenherzen, also kann ich die jetzt auch nutzen. Oh, ist da eine, oh. Verliere ich dadurch meinen Devil-Deal? Ich riskiere es mal. Nice, ich verliere den nicht. Perfekt. Nice. Ich habe jetzt erst gedacht, dass das als Schaden zählt, dass man dann eben den Devil-Deal verliert. Gut, ist aber nicht der Fall. Perfekt. Das war natürlich geplant.
Nice. Der Run wird immer besser. Oh Gott. Nice. Alter. Nein, ich bin überhaupt nicht mal mehr OP oder so. Und danke an Maldalas fürs Followen. Das hat sich gelohnt. Oh, eine Bombe. Geil, eine Bombe. Ach, mit der Challenge-Raum ist offen. Oh ja, das sieht gut aus. No. RIP. Ja, okay, nicht ganz RIP. Es war auch nur noch Sacred Heart oder so, dann Brimstone oder was weiß ich. Hast du Donations in den Devil Deal? Die Donations gibt's hier im Shop. Da gibt's auch nochmal welche. Wow. Zum Thema Donations. Ich habe mal gehört, dass es Leuten vielleicht unangenehm ist, wenn die ihren vollen Namen angeben müssen. Deswegen ist jetzt eine neue Methode bei. Das ist jetzt vom Donation Tracker neu. Man kann es mit Bitcoin zahlen. Wie gesagt, jetzt nur, falls jemand interessiert ist halt und eine andere Zahlmethode sucht. Komm, ich glaube bei 30 kriege ich was. Doch nicht. Ja, egal, aber lohnt sich trotzdem immer. Lohnt sich trotzdem. Oh, ich will da hinten hin. Ich will das haben, Mami. Zwei Bomben würden mir noch fehlen. Oder irgendwie so Hanged Man oder sowas. Oh, habe ich? Oh, ich habe gerade ein Herz eingesammelt. Ich gehe mal kurz wieder schwächen. Ich könnte auch besser bei dem machen eigentlich. Ja, jetzt brauche ich nur noch Brimstone und Guppy. Guppy ist grundsätzlich. Ja, komm, jetzt bin ich gierig. Komm, gib mir was. Komm, ein noch. Gut. Tour of Hearts. Das, was ich am wenigsten gebrauchen kann. Wow, please. Ich glaube, hier könnte... Achso, ich hab ja noch eine Bombe. Hier könnte was sein. Ja, aber okay, es wird auch nur so, genauso gut da was sein. Und da und da. Perfekt. Stich habe ich nicht übersehen. Ich brauche immer schon lieber viele kaputt, weil wir schalten ja auch bald dann diesen Stein frei. Dieser Stein, der mehr Damage macht. War dieser Run bisher? Wow. Nice. Oder Mr. Mega kriegen wir auch den Pokémon-Charakter. Ja, also allgemein, wenn ich mal irgendwelche Namen erfahre, die natürlich nicht liegen, Gott. Nein. Das ist natürlich auch dann alles vertraulich. Boah, fahrt's auch, hab keinen Joker. Mann. Ich hab noch rein Coin. Jetzt bin ich wieder komplett pleite. Oh Gott! Wow, hab das gerade gesehen. Das macht ja doch mehr Zeug. Mit den Lasers. Oh, das kann ich echt jetzt eine Herz loswerden, wenn nicht sogar beide. Nein, ich verkaufe nicht meine Seele, um Sonic Boom zu spielen. Gott.
Ich würde eher meine Seele verkaufen, um es nicht spielen zu müssen. Nein, ich denke, was wird irgendwie lustig. Das wird schon lustig. Ja, Tour of Space nehme ich dann lieber mit. Nee. Sehr schön. Ach, ich kann ja auch Doctors Remote auch als Bombe praktisch nutzen. Ich werde den Verdacht nicht los, dass da oben. Ach, scheiße! So. Nee, und. Ja, okay. Nur Ressourcen verschwendet, sehr schön. RIP. Will ich erstmal zum Shop ganz gerne. Da könnte auch was sein. Hm. Komm. Nice. Wie war nicht euer Tag bisher so? Weil ich gerade meiner war. Bin recht früh aufgestanden, hab kaum gepennt, weil ich letzten Nächte allgemein kaum penne. Weil ich mir einfach produktiver da fühle, wenn ich halt nur wenig schlafe. Solange man sich nicht allzu schlecht fühlt. Rainbow Effects, oh. Das heißt, wir können jetzt möglicherweise noch OP-er werden. Ja, jetzt haben wir noch irgendwelche Zusatzeffekte. Und ich habe heute Shiny Pikachus gefangen. In Go. Kleiner Go. Damit. Oh! Ich habe ab 50 gab es dann aber wieder was. Na gut, da oben ist noch ein Raum. Da kann ich noch die Remote wieder aufladen. Oder es ist nur so ein Raum. Auch gut. Tour of Diamonds. Ja, nehme ich noch lieber mit. Ach, perfekt. RIP. Ah, nee, noch nicht ganz. Zweite Phase. Zweite Phase, die eigentlich schwächer ist. Ich hab doch Snow-Effekt. Wow, nice. Gotta be them all. Oh, ich lese gerade, die Sounds sollen was mit Klaus zu tun haben. Soll ich dafür ins Mikro stöhnen oder was? So dieses Oh oder so. Gott, nein. Ah. Das Item nehme ich nicht mit. Das ist in meinen Augen eines der schlechtesten Items, außer wenn man Pyromaniac hat. Ich würde die Pilze gerne kaputt machen, das lohnt sich gerade doch. Oh ja, nice. Oh, was natürlich auch noch mit den Donations dazu kommt. Ich muss ja auch meine Rundfunklizenzen ja auch noch irgendwie bezahlen, ne? Ich bin ja, schon wie letztes Mal gesagt, ich bin ja öffentlicher Sender geworden. Ah, ne, ja, das andere ist geiler. Weil Shiny ist eine sehr nervige Mission. Das ist auch produktiv. Ah, stimmt, ich habe noch viel gecodet heute Morgen. Ich bin gerade wieder so ein bisschen in Coding-Laune. Und ja, auch so ein bisschen für die Uni, um ein bisschen das besser zu begreifen noch. Weil das ist auch so eine Sache, das habe ich in letzter Zeit viel zu viel vernachlässigt. Und wenn man
an sich so im Coden tätig ist, man sollte es eigentlich nie vernachlässigen. Weil, es kann nervig werden. Magnetic Tears. Ich habe in letzter Zeit auch viel zu wenig gemacht und mein Semester war jetzt auch nicht gerade sehr Coding-lastig. Jetzt aber nächsten Monat, weil da habe ich dann so ein Praktikum, so ein C++-Praktikum, wo ich wahrscheinlich anhand von dem, was ich gelesen habe, was das Inhalt sowieso schon die ganzen Themen kenne, also wenn jetzt nichts Unerwartetes kommt, ein paar Punkte for free einfach mal. Was? Was habe ich so angeboten? Aber ich finde es jetzt auch mit Musik jetzt auch viel, also mit eigener Musik viel besser im Hintergrund. Ja klar, brauchen wir jetzt mal. Das war ja auch sarkastisch gemeint. 500 Zuschauer sollen nächste Woche erreicht. Oder nicht? Weil das ist ja heute nur eine Ausnahme, dass ich jetzt schon so früh anfange. Normalerweise fange ich ja erst auf 100 Zuschauern an zu streamen. Das bringt ja auch total viel. Wie sieht das aus? Ah, das, okay, das bringt gar nichts. Also ich finde es immer noch lächerlich, wenn Leute sowas machen. Ich habe es bisher noch nie gesehen im Stream, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich schaue allgemein nicht sehr viele verschiedene Streamer oder allgemein ist auch im Moment nicht so viele überhaupt. Aber ich habe sowas mal gehört, dass es sowas gibt. Wow, ist das dämlich. Also nicht nur dumm für die Zuschauer, auch für den Streamer selbst. Ich will gerne noch einen Schlüssel haben oder irgendwie in den Shop kommen. Oder Bombs for Key oder so. Ich mach den Challenge-Raum, da könnte ein Schlüssel drin sein. Nein! Und. Schubi! Bitte entkrone mich nicht! Geil, eine Bombe! Hier noch ein Mini-Pilz? Nee. Nice. Schlüssel? Oh, hier könnte was bei sein. Nee. Nee. Auch beides ist, glaube ich, nicht schlecht. Was ist das? Oh. Mache ich folgendes. So. Die nehme ich, würde ich sagen, nicht beide mit. So. Ja, woran erinnert dich das wohl? Oh nee, nicht Curse of the Labyrinth. Das ist in meinen Augen der schlechteste Fluch, den man kriegen kann. Einfach, weil man dadurch einen Devil Deal weniger hat. Und die Wahrscheinlich, und es schwieriger ist, an einem Devil Deal dran zu kommen. Oder an einem Angel Deal. Das ist ziemlich kacke. So. Geh ich gleich rein. Habe ich gerade einen Shrinkshot? Voll nice. Und Angst kann ich jetzt auch noch einflößen. Oh nein! Nein! Damit!
ist das? Electric Tears? Okay. Interessant. Ach, die ziehen sich jetzt alle an. Weil ich nicht schon OP genug bin. Vorfahrt, ne? Ja, komm. Da was? Nö. Ich brauch das Spacebar-Item dabei noch nicht mal wirklich. Oh nein, Puberty. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Na gut, wir hatten gerade auch schon einen. Bei der Ebene davor noch nicht. Ich bin zu schnell. Ich bin zahnig. Ich weiß nicht, was sollte man haben, dass Isaac so schwer ist. Tötet euch gegenseitig! Ein bisschen wie Dungeon Musik. Nee. Au. Ach stimmt. Ach, die machen ja Schaden, verdammt. Ich soll ein bisschen vorsichtiger sein. Oder versuchen ein paar mehr in den Herzen zu kriegen. Oh Gott, sie hat Side Effects. Skull, nö. Sehr passend zu Isaac. Das müsste ich eigentlich mal in der letzten Ebene abspielen. Nö. Oh, nice. So viele positive Effekte. Ressourcen. Das ist nice. Hm. RIP. Das mit geilen Bombe. Ja, das war von Zelda. Also, wurde auch schon beantwortet. Auch nice. Aber, obwohl, das ist eigentlich das... Das teste ich mal. Ja, nee, ich gewinne dadurch kaum was. Ich mache nur ein bisschen mehr Damage. Nee. Weil ich bin ja praktisch schon in diesem Modus, wo man ja schon... Man ist ja praktisch in diesem Horror of Babylon-Modus, wenn man ja das Buch aktiviert. Und ich bin ja schon drin, also bringt das kaum was. Und das ist nicht viel, dass man das als Spacebar-Item nutzt. Hm, nee. Sanduhr, nö. Ich muss aber auch schon, wie lange ich heute streame. Ich denke mal so bis 12. 12 rum so. Ah, ich will ein bisschen mehr Seelenherzen. Schon allein für einen Deal gleich. Oh, ja, ich sehe gerade, wir haben den. Ich habe jetzt gerade überlegt, wann noch in den Boss-Room kann, aber den haben wir schon verpasst. Weil der, den kann man praktisch nur noch triggern, wenn man unter 20 Minuten Marm besiegt hat. Und ein bisschen drüber. Oben ist auch noch was. Wahrscheinlich dann der richtige Shop.
Oh, gib her. Liebe. Ach ja, stimmt. Ich habe jetzt ein Item geholt. Perfekt. Heute habe ich echt irgendwie total Glück, kann das sein? Erstmal zwei Shinies mit dem Pokémon Go gefunden. Na gut, die Wahrscheinlichkeit war hoch, aber trotzdem was Selbstverständliches. Jetzt auch noch das. Der Run allgemein gerade. Gehe ich nochmal hier rein. Das hat sich gelohnt. So, ich gehe noch einmal kurz durch, ob irgendwo der Super Secret Room ist. Den habe ich noch. Ne, den habe ich noch nicht. Okay. Oben vielleicht. Ja. Oh, der ist so nützlich. Ich bräuchte dringend dieses eine, diesen Buddy, der die Herzen immer frisst und dann ein dafür Seelenherzen gibt. Oder diese Evil Hearts. Und ja, das eine spreche ich Deutsch, aus das andere Englisch. Okay. Oh, den liegt Monster. Ich hasse dich. Einfach so nervig, das Viech. Hält Bild aus. Würde Attacken. Und viel zu stark. Ey, guck erstmal an, was er geschafft hat, ey. Bumm! Passende Musik. Na gut, das ist natürlich der Nachteil der Playlist höchstens, dass es passieren kann, dass die Musik mal sehr unpassend ist. Aber ich finde das allgemein ein bisschen flexibler. Ach komm. Schubi! Ich habe Streichhölzer, mit denen ich alles anzünden werde. Und ihr 13 fackelt jetzt alleine ganze Stadt ab mit einer Fackel. Justice. Oh, nice. Sehr schön. Ich hoffe echt, dass wir noch zu Satan kommen. Aber okay, wir haben jetzt eine hohe. Wir haben jetzt 100% Chance auf den Devil Boom. Wenn ich dann da reingehe, dann wird nächstes Mal wohl auch noch einer erscheinen. Oh, ich versuche jetzt mal nicht getroffen zu werden. Weil dann kriege ich auch noch so ein Achievement, wenn ich im ganzen Wurm nicht einmal getroffen wurde. Oder wurde ich schon getroffen? Ne, ich meine noch nicht, ne? Na, Lautsprecher passt alles. Also, ich dachte, jetzt sollte alles passen. Ich habe es eigentlich ziemlich ausführlich getestet. Oh, ja, wenn mal die Herzen ausgehen. Aber man weiß ja nie. Ah, okay, kann ich gerade vergessen, was ich meinte. Ist halt. Ah, komm. Nice. Was habe ich gerade noch gesagt, dass ich den Buddy brauche? Sehr schön. Utero. Mhm. Ja, friss mal.
Riss. Boah, der ist so langsam. Der ist nicht zahnig. Ah. Ich hatte jetzt auch versucht, den Dollar zu bekommen. Jetzt kriege ich so viele Schlüssel, aber ich brauche die nicht. Ich glaube, so Hasch kann ich eh noch nicht. Wäre jetzt auch eh ein bisschen sehr... Ja, wohl Hasch wäre noch drin, aber wäre knapp eben. Aber ich glaube, den... Ich habe jetzt noch nicht freigeschaltet. Oh, perfekt. Ja, nehmen wir mal direkt. Emperor, Lelouch! Ja, das ist ein Kirby-Boss. Oh, schade, kein Devil Deal. Schade. Dann gehen wir noch hier durch und ich versuche noch eine Joker-Karte zu kriegen. Autsch. Müsste ich eigentlich, wenn ich wirklich da mal anfange, Rise of Lyrics zu spielen, dann müsste ich eigentlich noch den zerbrochenen Kristall spielen. Mit dem sehr tollen Spieletitel. Einfach um jedes Sonic Boom Spiel mal gespielt zu haben. Aber okay, eins nach dem anderen. Wieder Schubi. Ich glaube, das sind immer die gleichen Gegner, die hier kommen. Oh, es ist fresh. Fresh Schubi. Krasser Rap-Mucke. Rap-Mucke. Hm. Aber ich glaube, es ist besser, nur bei dem Automaten zu spielen. Weil da kann ich ja noch Telepilz oder irgendwas bekommen. Oh! Ja, okay. Ja, dann stirb. Schon irgendwo, irgendwas. Ups, wollte ich gar nicht. Oben ist noch was. Dann wären noch die Secret Rooms übrig und sonst keine Ahnung.
Gib mir Stuff. Oh, perfekt. Secret Room. Ich finde die Musik gerade so schön passend. Funky Womp. Hätte ich gerade gebrauchen können. Mach mal. Okay, na gut. Ich glaube, mehr kann ich nicht mehr machen. Da muss ich mich mit der Truhe zufrieden geben. Na gut. Naja, sehen wir das Ende mal zumindest. Hey. Oh. What the fuck? Der Jumpscare. Was mir gerade einfällt, ich weiß nicht, ob es jetzt im Chat geschrieben wurde oder dass ich es übersehen habe oder so. Ich habe den Seed vergessen. Sorry. Oder habe ich in irgendeiner Stelle mal... Die ganzen Karten. Ich glaube, ich habe... Habe ich in irgendeiner Stelle mal das Menü geöffnet? Ich glaube nicht, ne? Ich bin ziemlich durchgerannt. Ja, okay. Oder habe ich den doch am Anfang? Egal, ich werde es ja sehen. Ich werde den Run nochmal so ein bisschen durchschauen. Gut. Isaac, mache ich lieber die ganzen Sachen, wenn ich den Würfel für ihn habe. Judas konnten wir mal durch. Gut. Kannst du auch gerne machen, einfach mal Seed schreien. Auf jeden Fall, hier ist der. Den schreibe ich mir jetzt auch auf. Ausgerechnet der OP-Run. Ach, das ist nicht hier. So. Nice. Rein ins Feuer. Oh, warum müssen jetzt mal solche Riesenräume sein? Jetzt habe ich mein Item gerade aufgebraucht. Überhaupt drei solche Riesenräume in der ersten Ebene. Ist das die XL-Ebene? Nee. Noch nicht mal. Ich habe halt nur ein Herz, das heißt, ich will den Roten da killen, weil der kann mich praktisch instant töten. Und der stirbte. Oh, schon rein meine Laufbahn, meine Schussbahn hier. Danke. So. Mache ich es am besten immer so, dass ich dann in einen der großen Räume gehe, wenn ich einmal die Batterie dann voll habe. Oh Gott! Ja. So. Ah, ich brauche eine Bombe. Oh, nice! Nice!
war... Ja, es hat dieses Item. Perfekt. Das ist richtig geil. Dass das so ein Instant-Win-Run ist. Bei dem Item finde ich es sogar gar nicht mal so schlecht, wenn man nur wenig Range hat. Und Judas hat jetzt nicht gerade viel Range. Nein, mein Spare-Button ist weg. What? Ja, spawnen da schön drin, schön weg von mir. Ich will mal noch eine Bombe. Einen krassen Bombenprank. Um da nicht zum Gerichtstermin zu erscheinen. Vielleicht mein Bosskampf. Judas ist so mega langsam. Was hat er eigentlich für Stats? Ja, okay, ist eigentlich Tempo 2. Aber okay, 2 ist jetzt auch nicht so viel. Verecke! Das Schöne ist, das macht einfach so diesen Multischaden. Erstmal der Schuss selbst und dann die Dinger, die an dem nochmal abprallen. Deswegen ist das Item richtig geil. Bisschen HP, sehr schön. Ja. Das Item ist geil, aber alles andere auf der Ebene war ziemlich kacke. Aber ich habe keinen Schaden genommen. Oh. Einfach mal das beste Item, das ich jetzt hätte kriegen können. Sehr schön. Ah, das ist auch gut, aber... Das ist immer so ein random Item. Was? Achso. Okay. Aber das ist natürlich besser. Oh, nicht der MG-Typ. Was war das? Ja. Aber in den Rollen habe ich ein bisschen Pech gerade. Also auch gerade ja schon. Aber na gut, die meisten Devil-Items müssen ja auch noch freigeschaltet werden. Lampenöl, Seile, Bomben. Geldmünzen, Schlüssel, Bomben. Ach komm. Oh, die geht ja voll nervig sein, weil ich kann aus der Distanz so eine Attacke machen, wenn die den zweiten Kopf noch haben. Dann habe ich ins Glück abgeschlagen, weil ich Alan bin. Okay, guten Abend und Creative Randomness. Oh, nice. Gib her. Gib her! Habe ich Bomben? Na komm, ich spekuliere jetzt mal. Nice! Oh, das wollte ich nicht! Aber egal, ist auch nicht schlecht. Oh ne, doch, hat sich gelohnt. Weil ich jetzt wahrscheinlich so oder so die Karte behalten. Und 4 ist sehr wahrscheinlich. Nice! Yes! Was ist heute los mit meinem Glück? What the fuck?
Jetzt noch Brimstone? Ja, okay, das... Ja, komm, nehm ich. Sehr schön. So, das nehme ich aber... Ja, oder... Ah, ich glaube, das ist nicht so geil, das Item. Ach, komm. Oh, ah, doch, doch, ich kann fliegen. Doch, das hat sich voll gelohnt. Und das hat... Ah, doch, ich kann fliegen und es hat Spectral Tears. Doch, das hat sich voll gelohnt. Nee, das war das Kreuz, das ein bisschen schlechter war, weil es halt nur fliegen kann. Also ihn fliegen lassen kann, aber kostet halt auch dann 2 Herzen. Ach, voll geil. Der Run kann nicht besser werden. Ja, okay, kann das schon, aber schwer. Brauche ich noch Piercing Damage? Dann ist völlig egal, wo ich hinschieße. Dann treffe ich immer irgendwas. Ich merke, dass ich halt ein bisschen unvorsichtiger wurde. Ich würde nur gerne ein bisschen mehr Speed haben. Speed! Autsch. Joa. Obwohl, jemand. Ich hab grad. Ach so, ach natürlich, ich hab ja das Buch aktiviert, deswegen habe ich halt so viel mehr Schaden gemacht. Nice. Das Setup-Moment ist wow, nice. Schön. Oh Gott, nicht die. Aber die sind nicht so schlimm wie die Schwarzen, weil die alle sind nämlich voll der Rassist und findet die Schwarzen schlimmer als die Weißen. Oder von den Skeletten. Weil die sich noch in die Luft sprengen können. Was? Jetzt steckst du dich auch mit Terroristen in eine Schublade? Lass mal Rassist und dann auch noch so. Ja. Ich fühle mich gerade wieder so ein bisschen unsicher. Weil ich gerade viel zu viel Schaden genommen habe, der auch nicht hätte sein müssen. Oh oh, der kann mich instant killen. Der muss weg. Weg. Nice. Nee. War besser als nächstes. Ein Shop wäre gut. Ein Shop und dann irgendein ordentliches Item. Einfach mal die Stopwatch, auch wenn ich die noch nicht haben kann. Wow, wie das aussieht. Nice. Ich nehme ja gerne Pillen einfach direkt, aber ich könnte jetzt Bedtime. Nee, Bedtime bei Undertale. Bedtrip bekommen und dann bin ich instant tot. Okay, ich hätte zwar eine 50% Chance, dass ich wiederbelebt werde, aber das will ich jetzt nicht riskieren. Ja komm, sicher ist sicher. Ah. Ich glaube Explosion. Oh Gott, wie schnell ich schieße. Ich glaube Explosion macht auch ein ganzes Herzschaden. Ich bin nicht irre. Bitte kein Greed, kein Greed. Yes. Oh, PhD. Perfekt. Ready fly. Oh, bis 50. Bis 50. Nice. Na komm, wenn die schon im Angebot ist. Dann hole ich dann doch die anderen Pillen, weil jetzt gehe ich mal nicht von aus, dass jetzt da trotzdem noch Bad Time bei sein. Bad. Ach! Achso, die ist ja eh angegeben. Nice! Wir sind hier nicht bei Undertale. Oder ich Leute immer noch den Genocide Run sehen. Ja, obwohl, selbst wenn ich weiß nicht, wo ich den spielen will. Nicht wegen den Bossen, einfach nur aus psychischen Gründen.
Dankeschön. Diese Gegner, die sind so stark. Nice, ich bin wieder safe. Perfekt. Ach, ich sehe gerade das ist die XL-Ebene. Deswegen sitze ich schon so lange hier. So. Moment, ich hole mal die Fool-Pille. Die Fool-Karte. Das ist keine Pille. Das ist ein Unterschied. Ein großer. Dann gehe ich in den Curse Room. Weil da kann ich auch ohne Schaden nämlich raus wieder. Wir brauchen echt noch mehr Speed. Jetzt habe ich ja gerade was bekommen, zum Glück. So ein bisschen Speed, das macht schön, schön schnell. Nee, ich mag nicht das Gefühl von Staub, weil ich habe eine Stauballergie. Nee. Nice. Obwohl, Moment, wir können es. Moment. Wir können es das nicht beides kaufen, oder? Moment. Wenn ich jetzt. Ach doch, doch. Wenn ich das jetzt nehme, kriege ich ja ein Herz. Auf den Run schaffen wir nicht. Ich bin zu schwach. Nein! Was geht denn jetzt ab? Natürlich! Natürlich! Ja, von den Seed. Hier, merkt euch den. Merkt euch den nochmal, falls ihr den gerade nicht wahrgenommen habt. Den konnte ich auch so schnell abschreiben. Okay, jetzt will ich es aber schnell schaffen, oder 20 Minuten. Dann machen wir doch ein bisschen schneller die nächsten Ebenen. Wow. Die Hex, ja. Das ist mehr als Hex. Ich muss das gerade erst so verarbeiten. Wow. Natürlich jetzt noch ein Herz. Achso, also, da wäre noch ein Gegner gewesen. Stimmt, sind ja zwei Gegner. Oh, nice. Katakombs. Noch ein Herz. Whee. Und ich krieg gleich noch ein Devil-Item. Ja, okay, da müssen wir nicht mehr rein. Ja, Sinn ab, warum nicht? Ich darf mal meine Switch zeigen. Nee, hier das ganze Ding ja aus. Das ist natürlich der einzige Grund, warum ich die Switch nicht zeigen will. Ja, weil ich schon genug Kapi bin. Natürlich. Ja, ist immer, das war kein Kapi-Item. Das war. Ach, das war das Ding. Das auch total OP ist. Wow, dieser Run. Der Run davor war auch schon so geil. Mach mal, wir müssen den ranhalten. Das hat 20 Minuten. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich mich stark genug fühle für den Boss Rush. Mann, komm schon, ich. I must find the way! I must find. What? I must find the way! Ja, komm schon, ich kill mir schnell.
keine Gefahr. So. Mann. Scheiße, sehr schön, Krampus. Scheißegal, was das ist. Ich nehm's einfach. Ey. Gib her. Achso, noch ein Grappi-Item. Sehr schön. Nee, Moment, war das? Doch, das war das. Okay. Das war dieses andere Grappi-Item. Scheißegal. Ich will noch schnell zur Mom. Mutti. Ich hab was für dich. Ich will mit dir spielen. Ja, und jetzt fällt mir die ganze Schlüssel, natürlich. Weil ich jetzt gerade egal. Ich brauch Schlüssel. Kann mir Sora mal seinen Keyblade leihen, weil es kann ja bekanntlich alle Arten von Löchern öffnen. Überhaupt nicht doppeldeutig. In mehreren Belangen. Ja, komm. Ja, komm zum Itemraum, gehe ich mal noch schnell. Oh, der ist so langsam. Was macht Libra nochmal? Gleicht sich irgendwie alle Werte aus oder irgendwie sowas? Oder setzt sich alle auf so einen Durchschnitt? Ah, schnell durch! Mutti! Mutti, ich klopf jetzt an! Mutti! Ich hab ja mein Spaß des Lebens. Ja, natürlich! Um noch mehr OP zu werden. Oh, das ist nice. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Sehr schön. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Das wird natürlich jetzt sehr schwer. Ich versuche mein Bestes, um es ordentlich zu schaffen. Spinnen jetzt auch noch. Jetzt sind wir Guppy und Muffet in einem. Wir sind MacGuffin. Oh, ich weiß nicht, was heute mit meinem Humor los ist. Ich sage, das ist wahrscheinlich der Schlafmangel und dass ich das mit Cola noch kompensiere. Darf ich. Oh, ich kann das decken? Ja, nice. Necropolis, yay. Mit der schönen Maske. Yay, mit dem schönen Maskenboss, der da ständig erscheint. Ich hab's tatsächlich stacken. Wow. Hier ein schöner Pokémon-Trainer-Battle-Musik. Die Hexen sind drin, ja. Aber es gibt auch heftigere Runs, ne? So bleibt man hier mit der Kirche im Dorf, ne? Mit dem Dorf mit der Kirche. Ah! Ich liebe es. Das einfach schon so OP ist, es schon lachhaft ist. Das ist so, als würde man in Yu-Gi-Oh! Gerade gegen Don 1000 kämpfen. Wer Sechsel kennt, der weiß, worauf ich anspiele. Und als würde man gerade Duell gegen. Oder als würde man gerade das Deck von Zone benutzen. Oder von Sarg oder so. Was ein Massaker!
Wow! Ich komme mal noch nicht drauf klar. Aber ich glaube, Hasch kann ich noch nicht freischalten. Ich glaube, den. Ich bin mir gar nicht sicher, wann man den bekommt. Ich glaube, erst wenn It Lives hat oder so. Oder ich glaube, man, glaub, man das negativ voll hat. Oder das Polaroid. Eins von beiden. Weil ich mich den auch nochmal vermöbeln. Sollte jetzt einmal. Der sollte auch kein Problem mehr sein. Zumindest kein großes. Schön. Komm, jetzt noch ein Brimstone. Warum nicht gleich noch ein Brimstone? Warum nicht gleich noch ein Guppy-Item, das ich eigentlich nicht brauche, aber. Scheiß drauf, ich kann's. Weil ich einfach weil ich's kann. So. Spinnen. Ich habe ja, glaube ich, mehr Spinnen als Fliegen. Das ist auch so eine Sache, wenn ich jetzt beim Thema MacGuffin schon war. Ihr müsst mal zum Mac-Quiz gehen und dann einfach mal sagen, ja, ich schlüge gerade einen MacGuffin. Da kriegst du irgendein Plot-Device geschenkt. Oh, das ist, glaube ich, mein Hassgegner. Einfach weil. Ist halt Potrot. Nur, dass es nicht nur extreme Verteidigung hat, sondern auch noch extrem nerven kann. Wenn es sich versteckt. Oh Gott, was ist das für ein Raum? Den kenne ich ja noch gar nicht. Wow. Weil ich finde den Raum nicht schlecht. Autsch. Strange. Brauche ich auch so dringend. Bonding. Chariot. Nee, Strange ist schon das Beste davon. Das stimmt. Die Musik ist zwar schon ein bisschen passender zum Womp. Zwar zur Schwierigkeit nicht, aber zum Womp allgemein. Ja, jetzt noch auf den. Aber jetzt hoffe ich aber echt mal auf den. Auf den Devil. Ich mag mich lieber nochmal stärker. Oh Gott! Nice! Leider kein Hasch, den kriegt man. Kein Haschisch kriegt man wohl tatsächlich erst später. Diese Tears! So, sehr schön. Shadow Baby! Transcendence. Challenges können. Wir können ja danach mal eine Challenge machen. Eine Baden-In-Challenge! Gott, nein! 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 Nein, 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 nein! Erst sich Schaden nehmen. Oh, ich stell mal den Dings Gamma-Wert für euch mal wieder höher. Oder habe ich das schon? Ach, habe ich schon getan. Beziehungsweise, wenn wir hier raus sind, stelle ich den nachher wieder runter für euch. Weil dann sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Soll ich mein ganzes Zeug rerollen? Obwohl, ich glaube, das rerollt eh nur Items, aber. Also die, die hier rumliegen. Aber ich bin mal vorsichtig bei den Würfeln. Die nehme ich nur sehr ungern. Es sei denn, man mal richtig scheiß Equipment hat oder die Ebene richtig scheiße ist.
To the moon. Ich muss auch mal dieses Sequel von der To the Moon mal anschauen. Sehr schön, nochmal zum Devil. War das nicht noch eine. Ich wollte gerade sagen, war noch eine zweite Pille. Aber jetzt beide nicht so besonders. Die Hacks sind realer als Tanzverbot. Also sehr real. Okay, das ist auch nicht schwer. Nein! Ne. Schön. Ich habe noch nicht mal einen Schuss abgefeuert und es rastet schon aus. Ripstiger. Ja, ich bin noch nicht besiegt. Ich habe noch eine dritte Form, wo ich meine Füße benutze. Oh, jetzt scheiße, jetzt bin ich schon mal besiegt. Egal, ich komme einfach mal in einem späteren Teil wieder gut zurück. Einfach so aus dem Nichts. Wenn ich mal meine Meinung ändern, dann werde ich einfach mal gut und bin dann gleichzeitig gut. Oh, ups, aber ich glaube, das haben wir eh schon gesehen. Einfach so, weil ich Bock drauf hab. Geh's ihn hoch. Oh, wir haben ja erst 22 Uhr. Ich habe 2 Runs in der Zeit geschafft. Wow. Ja, aber... Ja, war schon ein knapper Run, also da würde ich jetzt einen Daumen hoch für haben, dass ich den Run noch geschafft habe, dass ich den noch gerettet habe. Boah Gott, April's Fool. Nee. Ich hätte mal Bock auf eine Challenge, wie gesagt. Machen einfach mal die. Ja, wohl die erste ist blöd für den Stream jetzt. Einfach alles komplett in. Headtrauma ist interessant. Ist auch scheiße schwer, aber interessant. Ich weiß mit. Der Challenge habe ich viel Zeit verbracht. Damals, also in Rebirth. Afterbirth und Afterbirth Plus habe ich nie. Habe ich zwar ausführlich gespielt, aber nie so extrem ausführlich, dass ich jetzt da alles gemacht habe. Also geschweige denn alle Challenges und so. Und, oh Gott, knapp. Aber ich brauche noch einen Key. The Keyblade. Ich hoffe ja nur, dass. Ja, dass man jetzt wirklich sehr Nord in Kingdom Hearts 2 eine gute Ersatzstimme gefunden hat. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Sprecher ja leider gestorben. Also der Englische. Ja gut, ja, gut der Meister hat ja auch noch die eine deutsche Stimme bekommen. Nice. Das ist ja auch mal lustig, als man dabei noch so läuft. Ach, sehr schön. Können wir den Boss jetzt skippen? Ja, Herr Trauma ist natürlich auch sehr basierend auf die Items, was man bekommt. Weil ich finde es an sich interessant, einfach wenn man so richtige Kack-Items hat. Und einfach damit versuchen, das zu retten. Das finde ich jetzt auch einfach... Also das ist für mich die richtige Challenge halt. Aber ich habe gesehen, das ist mein anderen Spielstand. Es gibt wohl eine Challenge, die einfach komplett geisteskrank ist. Das ist einfach mal so komplett Kaizo. Wo ich glaube, das sind irgendwie alle Ebenen XL. Aber warte, jetzt nächste nicht erst für die, wenn ich einen Boss besiegt habe. Obwohl, ach komm. Kann ich auch beide direkt nehmen. Das ist dann wohl alles XL-Ebene, man hat keine Items. Man muss, glaube ich, Mega-Satan besiegen. Und, weiß ich, irgendwie alles Mögliche. Und ich glaube, noch irgendwelche Flüche und sowas noch. Und ich glaube, keine Item-Rooms. Einfach alles zusammen. All Cups together. Ja, okay, bei Bossraum kann nichts sein. Hier wäre noch wer sehr wahrscheinlich. Auch nicht! Ja, komm. Muss ja immer was sein. Au, was? Da unten links der wahrscheinlich die letzte Möglichkeit.
RIP. Schön. Oh, Shot Sweet ab. Brauchen wir auch so dringend. Oh, Ace of Clubs. Mach das nochmal. Ach genau, schon das. Ach ja, es wandelt als ein Bomben um. Ja komm, wenn ich jetzt schon hier so dran war, alles zu sprengen, da nehme ich jetzt auch die letzte Möglichkeit in Kauf, dann wo es sein könnte. Dann kann ich mir jetzt nur noch hier vorstellen. Müsste eigentlich die letzte Möglichkeit sein. Ja. Oh Gott. Natürlich brauche ich auch nochmal eine Bombe. Aber zwei Schlüssel. Also ich finde Schlüssel auch allgemein oft besser als Bomben. Wichtiger. War so ein netter Tausch. Kurz mal die Kiste nicht aufmachen, aber das passt schon. Was mir auf jeden Fall noch wichtig wären so bestimmte Damage-Upgrades oder irgendwie so Controlled Tears oder sowas. Das wäre ja richtig nice, wenn ich das hätte. Hm. Schön. Ich merke auch noch, dass ich noch so richtig, obwohl es schon bestimmt 2 Jahre her ist, wo ich diese Challenge mal gemacht habe, in Rebirth. Ich merke, dass ich noch so richtig daran gewohnt bin, weil ich da einfach viel Zeit mit dieser Challenge verbracht habe. Autsch. Oh Gott. Natürlich laufe ich da genau rein, natürlich. Ah, Alter, mein Skill gerade. Wo ist mein Skill? Skill? Alter! Mein Ernst. Ja, jetzt kriege ich das Ding, natürlich. Autsch. Schön. Hätte ein gutes Baseball-Item wäre noch nice. Getrackt! Natürlich! Die Bombe kann man nur mit einer Bombe erreichen. Sehr schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Pokémon XY, wo man so eine Stelle hatte, man. Ich glaube, da muss man Zertrümmerer einsetzen. Und das nur um so ein Schild zu erreichen, wo steht, dass man Zertrümmerer Steine kaputt machen kann. Praktisch Rampen, die man noch als Rampen nutzen kann. Hat auch was davon. Ich glaube, da gab es eh noch Herzen. Ja, doch, da lagen noch welche in dem Raum. Oh, perfekt! Wow, ich bin jetzt gerade... Einfach mal durch die Mitte durch. Nice. Gut, jetzt kommt der Skill wieder zurück. Breaking News. Skill ist zurückgekehrt. Ja, sorry dafür für den Triple Upload. Wir haben eine Breaking News. Oh Gott, schade. Schade. Aber. Ja, okay, jetzt hätte ich gerade so Schaden genommen. Ah, Alter! Ich bin ja noch darauf fokussiert, dass die Tränen den treffen. Und da muss ich auf sein Zeug ja auch noch achten. Aber ich sollte wohl mehr auf sein Zeug achten und einfach rumschießen, dass sie ihn sowieso schon treffen. Ja, auch was. Boah, das Item ist einfach echt scheiße, dieses, dass die Tränen so
kreisförmig macht. Das ist vielleicht höchstens, wenn man Brimstone hat, allerhöchstens. Ja, was ist Skill? Wozu Skill, wenn man Glück hat? Also so das NT-Cube'sche Prinzip. Ich frage mich, ob ich in den Boss rushen soll. Oh, nochmal Flordelis. Yay. Seine Battle-Themes sind doch einfach geil. Wenn ich mich auch hier entscheide, dann kriege ich die doch. Nein! Oh. Ja, natürlich. Das ist der ganze Ausgleich dafür, dass ich gerade die zwei Runs so OP war. Sehr schön. Boah, ich brauche immer ein Space. Ich brauche mal endlich mal ein gutes Spacebar-Item. Ich dachte, ich würde Control Tiers sehr abfeiern. Da will ich noch nicht hin. Was ist denn da? Ich wollte mich auch eigentlich ja kurz vor dem Stream nochmal hinlegen, so für 20 Minuten. Einfach so ein Powernap halt halten. Aber ich war nicht müde genug. Weil ich merke das jetzt gerade so ein bisschen, weil jetzt. Ich muss so ein bisschen auf die Augen. Weil ich einfach schon wieder viel zu lange offen habe heute. Habe ich zwar am Nachmittag einmal kurz hingelegt, aber was. Wohl auch zu wenig. Aber wie gesagt, ich bin zum Beispiel so ein bisschen am Testen während der Klausurphase, wie es, ob es einfach auf Dauer funktioniert, auch mal mit wenig Schlaf auszukommen. Ich habe viel gelesen, dass es wohl möglich ist, weil der Körper sich daran gewöhnt. Also man muss halt diese Powernaps mal halt immer nach allen paar Stunden halt halten und so. Aber das soll wohl klappen und es macht, man, ich merke einfach, man hat einfach mega diesen Motivationsschub, weil man einfach dann auch viel mehr Zeit hat und so. Und ich fühle mich auch allgemein auch dann viel fitter irgendwie. Als wenn ich halt so irgendwie 8-9 Stunden ausschlafe und dann ist man auch trotzdem noch total müde. Und da sagt man irgendwie so, oh, schon Mittag, jetzt ist eh schon der Tag so ein bisschen gelaufen, jetzt kann man eh nicht mehr viel machen. Das verankert sich dann irgendwie so im Kopf. Also bei mir zumindest, das hasse ich halt. Lieber weniger schlafen oder halt sehr früh aufstehen, das dann nicht zu haben. Solange das jetzt keine gesundheitlichen Folgen bekommt, natürlich. Wenn man jetzt irgendwie merkt, man kackt richtig ab irgendwann, dann muss das natürlich dann abbrechen. Sterbt! Was, die ganzen Batterien geben mir immer mehr den Wunsch nach einem Spacebar-Item. Autsch. Ah, oh, Mann. Na komm, da wird schon was Gutes drin sein. Naja. Aber okay, ist nicht schlecht, weil ich habe ja noch einen Schlüssel. Kompass? Kompass oder Seelenherz? Jawohl, Seelenherz kann ich mir sowieso nicht leisten. Achso, und Bombe. Geil, eine Bombe. Bombe nehme ich sowieso mit. Gut. Der. Ah! Ich laufe auch voll rein, ne? Wo man es auch nicht immer so leicht abschätzen kann. Oh, ich hab's gerade irgendwie abgeblockt.
Oder Schilded Tears wäre geil. Weil wenn die Tears ja eher um mich rumfliegen, ist das ja praktisch wie ein Schild für alle möglichen Schussarten. Oh, wow. Ja, okay, das sehe ich als Pfeffer galt. Danke, Spiel. Nice. Oh, was für ein Glück. Wie geil. Komm schon, jetzt noch ein ordentliches Items, bitte. Ich nehme es mal einfach. Speech Revenge. Extra Leben. Ja, okay. Kann gut sein, denke ich mal. War aber jetzt halt kein Guppy, kein Brimstone oder so. Boah, Guppy müsste jetzt OP sein bei den ganzen Tränen, die wir hier verschießen. Oh boy. Ja, knockt euch selbst aus, danke. Also nicht komplett, aber macht euch halt selbst bewusstlos. Nice. Bin gerade so ein bisschen konzentriert. Ach, natürlich Bedgas nochmal. Ist jetzt zwar nicht ultra schlecht, aber positive Pille wäre halt auch nice. Nein! Nein! Ich hoffe aber echt jetzt nochmal auf einen weiteren Devil Deal. Und da habe ich dann richtig geiles Zeug sehen. Da will ich Brimstone sehen, da will ich. Was weiß ich. Oder irgendwas, was mich fliegen lässt. Oder, keine Ahnung. Irgendein Buddy. Mehr Damage. Mit mehr Damage wäre ich auch schon glücklich. Ja, ist jetzt nicht so geil. Will ich jetzt auch nicht, für die Pille will ich jetzt auch nicht mein Geld ausgeben. Oder. Ach komm. Ne, man hat sich gesehen, so. Es ist 22 Uhr. Also, daher. Von daher. Ah, das ist auch so... Nerven auf Reiben, wie das so Spinnen im Raum. Musik auch gerade sehr passend dazu. Boah. Überhaupt nicht knapp. Oh, was ein Kackraum. Wow. Wie lange saßen wir jetzt daran? 2 Minuten? War voll stolz auf den Raum. Ich habe 2 Minuten angesessen. Nein! Verrecke! Alter! Danke! Oh! Also stimmt, finde ich, weil diese kleinen Gegner, die man halt kaum trifft und so. Oh, sehr schön. Ah, das war kein Seelending. Ah, ich glaube, das wird nutzen, ein Seelenherz, wenn man volle Herzen eh schon hat.
Da komme ich sowieso noch nicht dran im Moment. Wahrscheinlich in der Ebene allgemein gar nicht. Es sei denn, ich kriege doch irgendwas, was mich fliegen lässt. Nein! Ach, jetzt weiß ich auch, warum der Boss gerade nicht schießen konnte. Weil der war wohl so benebelt, das hat man nur nicht erkannt wahrscheinlich. Das ist auch so nervig gerade, weil... Genau, weil der stirbt jetzt und... Ja, aber egal. Es hat doch geklappt. Nice. Hätte schlimmer enden können. Hier sind die Skills. Ich will in den Curse Room, aber ich gehe erst da rein, wenn ich den Boss besiegt habe. Andererseits kann er Evil... Ach komm, komm. Ich kann da Evil Herzen bekommen. Ja, ich schau mal, was hier ist. Noch mehr Pillen. Ja, ach komm, egal. Unity. Something from. Nee, hat sich nicht gelohnt. Schade. Das wird jetzt lustig. Okay, der Boss ist wirklich nicht so schlimm, aber ich bin mal trotzdem vorsichtig. Stirb! Obwohl, der hat eh noch ein Segment. Oh, komm, komm! Devil Deal. Ja, okay, dachte ich mir schon. Oh, sehr schön. Ich bin wieder drin. Ich bin wieder im Rennen. Range up. Heißt das, ich kann jetzt. Der schießt jetzt. Ah, oh, der schießt, glaube ich, jetzt länger. Also weiter. Ja, Sonic the Black Knight. Geiler Soundtrack. Vor allem dieser. Ich bin einer der wenigen, die das Spiel allgemein richtig gut finden. Ich hätte mal echt da. Ich hatte das ja mal Let's Play von der Zeit. Ich hätte eigentlich auch mal echt Bock drauf, das nochmal. Weiß ich, das vielleicht einmal zu replayen? Das ist ja in 2 Stunden durch, oder? Scheiße. Vielleicht das irgendwann mal im Stream mal zu replayen? Weil das Let's Play jetzt auch nicht so geil war. Und vielleicht einfach das ganze Optionale mal zu machen. Und die ganze krasse Ausrüstung zu farmen, sowas. Das ist nicht so privat, oder das ist zumindest privat mal wieder richtig Bock drauf. Und die ganzen, weil da gibt es diese ganzen Challenges und halt die zu bestehen und sowas. Das war gerade sehr kompetent. Ja, ich meine etwas Gutes. Oh, nicht die. Nein, nein! Die Schwarzen! Raus, was gegen Schwarze, bist du Rassist! Das ist halt scheiße, weil die Schwarzen, die sprengen sich halt in die Luft. Also, das hast du auch noch Vorurteile! Willst du mich ficken? Die Anspannung passt, also die Musik passt gerade perfekt zur Anspannung. Aber ich glaube, man muss zumindest zum Marm kommen, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe es. Wir werden es ja sehen, wenn ich eine Ebene schaffe. Da sieht man ja, was die letzte Ebene wird. Scheiße. Oh! Puh. Also bei Sonic and the Secret Rings. Ja, bei Sonic the Secret Rings hat mich die Steuerung zu sehr gestört. Fand die Steuerung. Also ich habe das nochmal angespielt, aber ich fand die Steuerung da schrecklich. Fahr ich doch mal und jetzt noch ihr beiden. Oh, die können. Oh. Ich fühle mich gerade echt wie so ein Lost Run.
Komm schon, komm schon. Yes! Nice! Oh, wie knapp. Ach so, ach, das war ja eh 100%. Ich habe jetzt das mit Guppies Tail gerade verwechselt. Hab ich jetzt umsonst gefreut. Habe ich ganz umsonst gemacht, die gute Laune. Ganz umsonst, ey. Ganz umsonst für nichts gefreut, ey. Was ein Scheiß. Was schon? Was Geiles? Was Geiles! Noch was Geiles. Na komm, das war jetzt okay. Weil das hätte ewig gedauert, bis ich den gekillt hätte. Wahrscheinlich. Ich habe auch allgemein aus der Playlist ein paar einzelne Tracks rausgenommen, weil die waren mir doch ein bisschen zu voll letztendlich. Und ich werde wahrscheinlich noch weiteres aus der Playlist aussortieren, dass die einfach mal ein bisschen kompakter ist. Und dass ich dann, ich sag mal, da lasse ich mal vielleicht 50 Tracks drin und manchmal rotiere ich die dann, dass ich dann mal vereinzelt mal wieder welche reinnehmen, mal welche rausnehmen. Aber so diese riesen Playlist mit irgendwie über 300 Tracks, das ist, glaube ich, doch so viel des Guten. Ich weiß zwar, obwohl es 300 Tracks oder so sind, ich weiß trotzdem wählerisch. Also ich habe jetzt nicht jeden Scheiß jetzt reingepackt. Aber ich glaube, es ist doch ein bisschen zu much einfach. Vor allem blöd ist das immer, wenn man mal einen bestimmten Track mal raussucht, wo man ihn mal gerade abspielen will. Dann dauert es auch mal so ein bisschen, bis er dann mal vorkommt. Oder den rauszufinden dann. Ja, komm, ich hab's auch gerade. Ich hab's gerade auch geschafft. Jetzt habe ich sogar mehr Platz. Nice. Mir fällt gerade mal auf, es gibt keine Itemräume. Fällt mir gerade mal so auf, by the way. Da oben. Immer noch ein Seelenherz oder so. Ein Shop wäre nice, weil die haben ja meistens noch Seelenherzen. Verrecke. Vereckt. In der Ecke. Oh. Ja, ich habe noch schöne Secret Boss Musik. Passt auch. Nein! Scheiße. Schade. Schade. Ja, ich hab noch den Suite übrigens. Schreibe ich auch mal kurz auf. Okay. Okay. Ja, ich bin mir schon sicher dabei, auch wenn man vielleicht anderes meint. Okay. War ein netter Versuch. Ich glaube, wir sollten doch erstmal noch hier bleiben. Könnten wir noch einen Eden-Run machen? Oder einen Lazarus-Run? Dass wir die beiden mal noch durchrunnen. Aber ich mache mal eine kurze Pause, würde ich sagen. Und dann bis in, ja, ich sag mal 5 Minuten. Bis gleich.
So. Gut. Isaac und weiter geht's. Beziehungsweise Lazarus und weiter geht's in diesem Fall. Und ja, das mit den Lifts habe ich noch gelassen. Weil manchmal trifft es ja zu, eventuell. Also in Pause-Screen. Gut. Ist das zum Beispiel wieder, ich habe also zum Beispiel wieder vorbereitet, ja. Dann fangen wir mal an. Ich glaube, bei Lazarus war doch die Spezialität, dass der... Genau, der ist zwar recht schwach, aber ich glaube, der hat 2 Leben. Genau. Ist den Sound für mich ein bisschen... Oh, ich muss ein bisschen Notar drehen. Jetzt also für mich auf die Kopf... Für mich auf die Kopfhörer! Oh, nice. Das ist schon mal ein guter Anfang, weil das einfach mal eine der besten Pillen ist, in meinen Augen. Vor allem, wenn man dann erstmal 2-3 Stück davon hat. Dich killen, danke. Weil diese 2 Köpfe, die sind mir immer gefährlich, weil die können so aus dem Nichts einfach so eine Fernkampfattacke machen. Und das ohne Ankündigung. Ah, schade. Aber der hätte jetzt ein Secret Room öffnen können, wenn jetzt einer wäre. Der Raum ist wiederum angenehmer. Sind schon abgestürmt hier. Kann sich schon jeden Einzelnen hier vornehmen. Die Gegner finde ich jetzt auch allgemein nicht so mega schlimm. Wenn das jetzt nicht gerade so Champion-Versionen sind. Ich glaube, von Challenges halten wir uns allgemein noch etwas fern. Obwohl natürlich diese Glyphen, das alles ganz nett ist, dass man da freischaltet. Nice. Aber das muss man eben erstmal schaffen, freizuschalten. Item Room. Oh, nice. Wow. Erstmal das Glück, dass einer Münze schon was erschien und dann auch noch sowas. Nice. Sehr schön. Weil das macht einfach mal am Anfang Instant- und Flächendamage, was erstmal sowieso kleinere Gegner killt und größere auch noch schwächt. Das ist so geil, das Item. Und es gibt jetzt noch so eine ähnliche Variante davon, die auch noch richtig gut ist. Was? Ach, hat er den jetzt gerade in mir reingespawnt? In mir drin, ist er gerade in mir geboren. Dinkel. Bleib da rechts in deiner Ecke. Das kann er gerne machen. Einfach dieses Grinsen. Ja, das kann er gerne lassen. Da oben, danke. Kopfschott, Kopfschott. Oh! Oh! Ja, okay, mehr können wir hier nicht machen. Okay. Oh, warum nicht direkt Miniboss? Weil ich fühle mich im Moment halt noch sehr schwach im Moment. Jetzt haben wir zwar ein gutes Item, aber gegen Bosse oder so bringt das dann jetzt auch nicht viel. Außer wir kriegen den hier so irgendwie ein Muster gelenkt, wo er uns einfach mal nichts tut. Sehr schön. Und jetzt haben wir ein gutes Item. Fand ich das Beste, aber gutes. Hier noch mehr Sonic-Musik. In der Playlist. Okay, ich habe auch recht viel Sonic-Musik in der Playlist. Was? Sonic hat auch einfach einen geilen Soundtrack. Vor allem Chronicles. Was?
Gott. Ah, scheiße, nicht gestorben. Sind nicht daran verreckt. Sehr schön. Oh, das ist auch nice. Kann, glaube ich, alle Gegner auf einen Raum killen, ne? Also, wenn es jetzt nicht gerade Bosse sind oder sowas. Ist nur die Frage, ob sich das lohnt. Ich behalte mal die Bombe erstmal noch. Ich überlege halt immer noch, ob ich das Item nehmen soll. Oder ob ich bei der Bombe bleiben soll. Aber ich kenne mich, ich werde die Bombe sowieso nie nutzen. Oder ich habe dann eh dann noch genug eigene. Ich glaube, ich hol's mir doch. Na doch nicht? Doch. Ne, ich habe mich doch gegen entschieden. Doch. So. Aber ich kann es mal testen. Okay, der kriegt zumindest... Ach so, ich werde verstärkt? Oh. So, okay, ist ja doch nicht schlecht. Okay, noch einmal total Super-Mode. Cool. Vielleicht passiert das ja auch nur bei Bossen. Wenn das jetzt jemand genau weiß, kann das auch gerne schreiben. Emperor, nice. Oh. Den Schatten nehme ich nicht mit. Also ich bin an Krappi nicht interessiert. Auch wenn das nicht mein Schatten ist. War das gerne. Ich habe mich vertippt. Oh. Weil ich habe nämlich früher auf dem PC habe ich praktisch den Knopf für Item und für Karten bzw. Pillen. Die hatte ich immer umgekehrt gelegt. Und ja, und jetzt ist das auf dem Gamepad so. Und ich wollte es einfach so angewöhnen, weil ich das eigentlich praktischer finde. Aber am Anfang kommt es dann doch noch durch. Ja, na gut, war es auch nicht so schlimm. Emperor ist jetzt auch mehr. Nutze ich auch eh mehr so im Wump oder so. Passt halt ein bisschen blöd. Ich geh grad echt aber auf einmal total ab aus irgendeinem Grund. Na komm. Hey, Page not found. Ach, das ist wegen dem Trinket wahrscheinlich. Stimmt, das ist auch, glaube ich, wenn man ein Item genutzt hat oder sowas. Oder wenn man ein Item hat, das dann eh sich nicht auflädt. Also das. Also das praktisch, ich glaube, null Aufladung hat. Ich glaube, dann ist man so OP, wenn ich das richtig verstehe. Nein. Oh nein, wir müssen gegen die Top 4 kämpfen. Mitglied Nummer 1, der Mehlwurm. Na, komm, komm. Secret Room. Nein. Ach, oh, der hätte auch keiner sein können, weil hier so eine Ebene ist. Oh. Jetzt, ja, wohl, hier kann auch Händler sein. Direkt. Das Item ist echt geil. Du musst sterben. Obwohl es natürlich auch schlau ist, auch andererseits auch erst die anderen kleinen Gegner zu besiegen. Damit die einen dann nicht im Rücken fallen. Besser, wenn ich jetzt überall irgendwelchen Löchern kill, aber. Ja.
Das hat erstmal getrickshottet bekommen. Weil das ja auch immer genau auf mich drauf fallen, ne? Das habe ich alles geplant. Das sind Spinnen, die wurden von Lazard trainiert. Ich bin auf den Knopf gekommen. Ich bin tatsächlich auf den Knopf gekommen. Gott, ey. Ja, jetzt wäre ich schon. Jetzt sind wir langsam übermütig. Ich merke schon. Jetzt erst recht. Naja, solange man es sich erlauben kann. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Ah, ich immer noch in den Curse Room. Pilz? Das schöne Pilz zum Trinken. Aber allgemein, ich merke es auch, so Isaac Runs können wir gerne öfter mal lassen. Ist jetzt auch mein zweiter jetzt in Folge. Ich habe ja noch ein bisschen, ich habe ja auf Twitter auch so Vorschläge geschrieben. Was ich noch so, für andere, dass ich ja noch andere Ideen hatte, noch etwas anderes noch fortzusetzen oder anzufangen oder so. Ist natürlich allgemein die Sache, wenn ich jetzt auch dreimal die Woche streamen will. Was jetzt, ich sagte, ich möchte jetzt noch keine genauen Zeiten festmachen oder sowas, weil ich, das will ich noch ein bisschen sehen, wie sich das am besten einpendelt. Aber ich, als Tage habe ich zumindest vor, erstmal den Dienstag, Donnerstag und Samstag festzuhalten. Also eigentlich so wie damals, als ich auch einen Streamplan hatte. Oh, nice! Oh mein Gott! Jetzt bringt mein Schwingcat zwar nicht mehr viel, aber macht nichts. Wir haben was noch Stärkeres. Wenn es jetzt irgendein Film wäre oder ein Anime, wäre es jetzt dieser typische One-Winged-Angel-Moment, wo man jetzt einfach mal jetzt die Stärke sein, die eine Stärke, die man hat, aufgibt, nur um eine andere zu bekommen, die dann letztendlich gar nichts bringt. Aber jetzt bin ich wieder OP. Ja, tatsächlich. Nice. Nee, alles richtig gemacht mit dem Item. Perfekt. Ah! Weil ich setze es ja sowieso immer zu Beginn des Raums ein. Hier, zweites Top 4 Member. Das komische Teufelsvieh. Ja, komm, mach gerne, bleib gerne so. Ich stelle mich gerne unter ihnen direkt oder über ihnen, weil einfach mal da so eine geringe Distanz hat, dann macht er gerne so einen Strahl einfach aus dem Nichts. Nice! Sehr schön. Ja, hat sich gelohnt, nochmal zurückzukehren. Nice. Und allgemein, ich muss natürlich auch ein bisschen dann auch mal schauen, was man streamt, weil. Was natürlich ein Punkt bei festen Streamtagen ist, man muss natürlich halt, sich halt mal für jeden Stream überlegen, was macht man dann. Weil ich sag ja auch, ich wollte so ein bisschen auch von den Projekten weg. Also zumindest dann, wie gesagt, dann nur sowas wie hier, so Projekte, wo es jetzt, wo man immer mal gut dazuschalten kann. Wo man jetzt nicht irgendwie einen Plot verfolgen muss und halt schon draußen ist, wenn man den von Anfang an nicht mitbekommen hat. Es sei denn, es ist halt wirklich schnell oder es ist halt was wirklich sehr Besonderes dann. Oder anderer Fall, wenn halt wirklich viele Leute Bock drauf haben. Weil das habe ich ja auch, das habe ich auch im letzten Stream mal ein bisschen erwähnt und auch mein Jahresabschlussvideo und auch mal diesen Stream-Verbesserungsvideo, wo ich mich kaum an Dinge gehalten habe. Oh, nice. Jetzt haben wir die Maske von Malav. Das ist mir auch schon irgendwo wichtig ist, dass man da auch eine gewisse Interaktion hat. So wie jetzt heute eigentlich oder wie im letzten Stream. Ich bin auch ehrlich sehr zufrieden damit. Und ich hatte man dann einfach sehr unwahrscheinlich dann bei solchen Spielen, weil da muss man dann schon wirklich so eine richtige Fanbase dann hinter dem Spiel haben oder hinter der Person, dass sie dann also so richtig einfach, dass sie dann richtig da auch von Anfang bis Ende dabei sind. Oder eventuell das Spiel halt kennen und dann halt nur die Reaktion sehen wollen. Aber das kann man dann eben dann jetzt auch nicht von jenen erwarten.
Das ist halt so ein bisschen. Ist halt für, ich finde für Twitch einfach nicht so gut geeignet. Interessant wäre höchstens Spiele, die halt so recht schnell durchzuspielen sind. So, die dann vielleicht dann wirklich, weiß ich, die vielleicht dann in 5-6 Stunden durchspielbar sind. Nur so, wenn es mal wirklich eine Woche oder so verteilt geht. Nee, muss nicht sein. Sehr schön. Sind die gerade echt alle verreckt? Geil. Weil, ich sag's ja so, das kommt ja auch eigentlich ja allen zugute. Oder das, was ich glaube ich auch mal, habe ich auch mal erwähnt, dieses, dass ich dann, wenn dann einfach mal Spiele mal zumindest dann anspiele und dann mal schauen, wie wir dann gegenseitig Bock drauf haben. Weil, beziehungsweise ich muss ja Bock drauf haben, das auch dann streamen zu wollen oder ist auch mal so eine Sache, ob ich es dann lieber streamen will oder privat spielen will. Und ihr müsst halt Bock drauf haben, dass ihr das sehen wollt und man sich da halt findet. Dann kann man es natürlich dann trotzdem noch machen. Aber der Run wird gerade allgemein echt immer besser. Schön. Bomben. Was ist da oben eigentlich? Ja, nee, dafür gehe ich jetzt nicht hier rein. Nö. Nö. Hä, wo hab ich denn? Achso, ich hab den Boss ja schon entdeckt. Was ich aber dennoch mal machen will, ist auf jeden Fall auch mal ganz andere Projekte. Also im Moment sind das ja, wenn ich mal so Dauerprojekte habe, sind es ja so ein bisschen die gleichen. Jetzt zum Beispiel Icehack habe ich ja auch in der Vergangenheit ja schon oft gespielt. Oder weiß ich, Pokémon, Shiny-Zucht oder sowas. Habe ich jetzt auch schon oft gemacht. Oder, na gut, Super Mystery Dungeon würde ich gerne auch irgendwann mal weitermachen. So langsam mal irgendwann nochmal so ein paar Legis versuchen zu rekrutieren oder zu bekämpfen und sowas. Aber, das habe ich auch erstmal überlegt heute. Es waren ja praktisch bei der Twitter-Abstimmung, waren die Stimmen ja bei drei Sachen komplett gleich. Also ich konnte mir ja praktisch dann aussuchen, was ich mache. Und ich hatte erstmal zu Super Mystery Dungeon tendiert. War aber doch dagegen, weil ich einfach glaube, ich muss erstmal das Privat noch ein bisschen spielen. Um da überhaupt erstmal wieder reinzukommen. Weil bringt es nichts, das in den Stream anzuwerfen. Man fällt halt überall nur, weil man einfach sein eigenes Team kaum noch kennt und so. Allgemein kaum noch drin ist in dem Spiel. Und was auf jeden Fall noch kommen wird, das wird aber definitiv kommen, ist noch die Frage, wann ich das endlich mal umsetze, wann ich mich mal dazu zwinge, englischsprachige Game Dev Streams. Was bei mir nur der Punkt ist, dass ich noch ein bisschen Erfahrung sammeln will. Also, will ich zwar immer noch, aber will dann, wenn ich dann was mache, dann schon eine gewisse Kompetenz auch vorzeigen. Ist halt die, ist natürlich so die Frage auch der eigenen Ansprüche und den Kompetenzen, die man tatsächlich hat, ob das dann einen selbst dann auch genügt, was man eben zeigen kann, was man da coden kann oder erklären kann und sowas. Aber da habe ich auf jeden Fall auch noch hinkommen, sag ich mal. Aber soll auch nicht allzu lang dauern. Vielleicht, dass man da echt, weiß ich mal, in ein, zwei Monaten mit dem ersten Stream mal anfängt. Ich muss das allgemein sagen, überhaupt das war jetzt eigentlich die letzten Tage, ich hoffe es bleibt auch echt so, hat sich allgemein so meine Einstellung ziemlich geändert zu vielen, weil ich habe ja noch irgendwie vor ein paar Wochen habe ich noch sowas gesagt wie, ich weiß nicht, ob ich noch überhaupt mit Twitch noch weitermache oder so, habe ich ja angedroht, weil ich halt echt selbst, ja, nicht genau wusste, was ich jetzt noch daraus machen soll. Weil ich halt mal denke, so, komm, entweder mache ich halt richtig oder gar nicht. Also richtig halt regelmäßig, auch vernünftige Technik und sowas. Und das hier ist ein Hakenkreuz, so mit ein bisschen Fantasie. So, hier haben wir die beiden Dinger und hier.
Nur halt, dass die anderen Haken so ein bisschen länger sind. Das ist voll scheiße. Ich bin mir aber sicher, man hat hier, wenn die Map generiert wird, ich bin mir sicher, man hat in den Algorithmus irgendwas reingemacht, dass die Map niemals ein Hakenkreuz ergeben kann. Weil, das habe ich nämlich noch nie erlebt, nämlich mit dem Spiel im Finale auch tot, oder? Also, es gibt ja irgendwelche Probleme und ja, da muss das Spiel runtergenommen werden. Weil, Nazi! Weil, oh, weil bei dem zufallsgenerierten Spiel ein Hakenkreuz entstehen kann, das zufällig ist. War, finde ich, gut, dass man hier scheinbar da eine Maßnahme getroffen hat und es einfach. Ja, auch vom Algorithmus ausschließen lässt. Tutentun. Ich habe ja total mein Hochdeutsch verliert. Ich habe mich total verliert, ja. In mein Hochdeutsch. Mhm. Und danach habe ich meinen Nachbar die Hand gegiebst. Aber da schaue ich auf jeden Fall mal, was man überhaupt alles machen kann. Es gibt ja genug Spiele, die man spielen kann. Man wird ja immer mal was finden. Oh, Kompass! Auch noch im Sale! Ja, komm, nicht mal alles mit. Außer das. Sehr schön. Nice. Ich habe den Item Room vergessen. Ich bin dann vorbeigelaufen. Nee, doch nicht. Doch nicht. Ach so, jetzt sehe ich es ja, weil ich einen Kompass habe. Natürlich. Weil Kompass ist schon nice. Oh, wir können hier Infinite holen. Nö. Das Item ist zwar not weak, aber ich brauche es jetzt nicht so wirklich. Das auch nicht. Das schon eher. Sehr schön. Ich finde, Schildet hier ist jetzt schon ein wirklich gutes Item. Vor allem dann gegen so Bosse wie Hasch oder so. Toho-Musik passt schon auch sehr gut zu Isaac. Vor allem im Late-Game, also bei den späteren Ebenen. Was ich an den Run jetzt nur mag, ich finde, wir sind jetzt nicht zu OP, aber jetzt auch nicht zu schwach. Oder meinte ich, hexe gerade auch schon rum? Mit meiner gehackten Switch. Der Typ. Hoi. Du kannst mir nichts tun. Es ist so schwer. Oh nein. Ja, okay. Das muss ich mal drauf passen, aber. Oh nein. Ich kann sogar das abblocken, dass er damit aufhört mit dem Angriff. Sehr schön. Und mehr Damage. Und Krampus. Ist auch okay. Ich hoffe ja nur auf die Kohle. Die Kohle wäre sogar richtig gut. Der hat ja auch recht viel Range. Also nicht den Kopf von ihm, der ist scheiße. Der war ja damals ein Rebuff ziemlich stark. Der wurde ja recht schnell genervt, aber auch verständlich.
Und Kohle, Kohle. Kohle! Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, tralala. Ich kann gut singen, ja, ja, ja. Oh, das ist... Jetzt hätten wir eigentlich schon wirklich langsam OP. Oh, nicht der Raum. Ich hasse diese Gegner. Das war nicht so schlimm, die Masken. Ja, komm, das ist das, was mir wert. Schön. Ah. Nice! Noch mehr Damage! Ah! Nice. Sehr schön. Also, zu gut der Run bisher. Also, der wird langsam immer besser. So, am Anfang war der recht mühselig, aber jetzt. Habe ich den Seed überhaupt schon gezeigt? Nee. Fahre ich mal kurz auf noch. Ich schaue mal, ob ich irgendwie noch den ersten Seed noch finde. Oder ob ich den doch mal irgendwann mal gezeigt habe. Aber ich meine nicht, leider. Ich glaube, ich bin da echt einfach nur durchgerannt. Ich habe eigentlich einmal das Menü geöffnet. Man kann ihn auch leider nicht im Nachhinein herausfinden. Ja, aber jetzt ist der Run wirklich sehr zufriedenstellend. Es neigt schon langsam wieder zum OP sein. Ups. Ja, damit... Ach komm, ich dachte, das trifft beides. Natürlich, das wollte er erst dann. Ja. Ich gehe aber noch zum Shop erstmal. Okay, bis dann, ab so. Wir haben auch schon 11 Uhr. Schnell. Mit Isaac vergeht die Zeit auch echt schnell. Wow. Ey, das sind doch die Fliegen von Hush. Okay. Die habe ich ja noch nie hier gesehen. Okay. Interessant. Mother is watching you. Ja, okay. Das Item ist jetzt eh nicht so gut. Hm, nehme ich mal eine Bombe mit. Oh, es hat doch was gebracht. Sehr schön. Weil ich bin ja natürlich nicht nur darauf aus, die Runs zu schaffen, sondern auch noch so viel wie möglich daraus mitzunehmen, dass man alles freischaltet und so. Das haben wir jetzt mal wieder gut geschafft. Oh Gott. So. Sehr schön. Könnte hier ein Secret Room sein? Yes! Ach komm. Ach, das ist so ein Raum. Oh. So ein Bossraum. Challenge-Raum. Mit Bossen. Mit richtigen Bossen. Obwohl, wenn man schon sagt, dass mit Isaac spielen die Zeit schnell vergeht, dann sollte man erstmal anfangen zu coden.
Ich habe da, glaube ich, heute Nacht oder so mal so einen Tweet zugeschrieben, irgendwie um 3 Uhr morgens oder so, oder um 2, irgendwie sowas rum. Ich habe echt irgendwie so um 8 Uhr, wollte ich mal so ein bisschen was ausprobieren, so ein bisschen rumcoden, ein bisschen was rumprobieren halt. Auf einmal, mir kam es halt echt vor wie 2-3 Stunden, echt. Auf einmal 2 Uhr nachts, 3 Uhr, irgendwie sowas rum. What the fuck? Das kann ich mir beim Beruf einfach geil vorstellen, einfach eine Zeit, die schnell rumgeht. Beruf, warum nicht? Und es macht auch noch, wenn man halt in Tasche steht, auch noch Spaß. Oh ja, Leute, ihr könnt es vielleicht nicht glauben, macht so Zeug extrem Spaß. Ich stehe total auf Coden. Ach, wir sind schon bei Mom. Dann können wir jetzt Mom mit Mom. Ach Gott! Ich dachte, ich kann das irgendwie gegen die nutzen. Scheiße. Oh. Aber diese Sache finde ich aber auch interessant, dass bestimmte Items dann bei bestimmten Gegnern dann auch eine andere Wirkung haben. Zum Beispiel, dass man die Bibel gegen Satan einsetzt, dass man einfach instant stirbt, was ich erstmal nicht wusste. Ich sollte ein bisschen weiter wegstehen. Wegen der Kohle. Passende Trainingsmusik. So schnell weg die Augen. Lach nur! Weil ich bin der zuletzt lacht, denn in 6 Stunden hat dein letztes Stündchen geschlagen. Das war ein Zitat aus dem Yu-Gi-Oh! Brain Sub. Soll ich eigentlich vorsichtig sein, wenn ich überhaupt noch eine Chance auf den Devil Deal will? Die ich nicht bekam. Oh, Little Baggy. Oh, Spoon. Spannend. Nice. Oh, die Schere ist geil, aber das Ricket ist noch besser. Ja. Das hat sich gelohnt. Das war gut so. Nice. Boah. Jetzt ist es allgemein auch gefährlich, weil es machen die Gegner auch ein ganzes Herzschaden. Ab dem Womp. Nice. Ach man, ich dachte, ich komme mir doch echt Don't Damage durch. Nö. Ich kill die jetzt einfach mal. Apropos Yu-Gi-Oh! Reigns. Schaut's euch an, das ist geil. Voll den Moment. Also auch wenn ihr mehr auf die... Also weil es natürlich, falls ihr überhaupt Yu-Gi-Oh! Mögt. Aber wenn ihr jetzt so die alte Serie mögt, sowas... gebt... Ach, ich bin so dumm. Ich kann das echt empfehlen. Es ist natürlich was anderes, aber... Es ist schon geil gemacht. Und ich habe jetzt auch mal, ich probiere jetzt auch seit ein paar Tagen die Link-Beschwörung aus. Also ich spiele jetzt halt viel Yu-Gi-Oh! Pro 2, so manchmal so. Manchmal so beim Frühstück oder so. Oder so ein bisschen zum Abschalten. Spiele ich mal so ein paar Runden. Und da habe ich jetzt irgendwas gefunden, weil die Link-Beschwörung gut testen kann. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Konzept echt. Viele kritisieren das ja, weil viele. Das ist natürlich der Nachteil, viele Decks gehen kaputt und so. Aber ich feiere das richtig. Es ist einfach eine coole Mechanik, finde ich, die einfach noch mehr Strategie reinbringt. Man muss einfach dann noch taktischer überlegen, wo platziert man seine Karten und das ganze Zeug. Aber okay, warum rede ich so viel über Yu-Gi-Oh! In einem Isaac-Run? Was wahrscheinlich kaum jemand interessiert. Wo wir auch gerne mal Yu-Gi-Oh! In einem Stream mal spielen könnten. Ich spiele zum Beispiel noch... Ich bin zum Beispiel bei... ich habe zum Beispiel... wie heißt das nochmal? Legacy of the Duelists. Oh, ich hoffe, dass auch mal bald neue Spiel von, dazu kommt mit den ganzen Link-Karten. Oh, ich hasse diesen Gegner, by the way. Man merkt schon, wie lange der dauert. Ja, endlich. Danke. Danke, dass du mir mal eine ordentliche Vorlage gibst. Oh, das ist so unnötig, der Gegner.
Aber das sind irgendwie viele Gegner. Warum viele Gegner sind so langatmig hier? So, Womp hat allgemein echt nervige Gegner. Genauso wie in Necropolis. Warte, steck deinen Schwanz mal wieder raus, damit ich den abschießen kann. War überhaupt nicht doppeldeutig. Das will ich noch mitnehmen. Gut. Und ich merke halt, ich habe noch ein halbes Herz. Ich sehe es jetzt erst. Wow. Das war taktisch gut. Ich gehe mal in die Spielhölle. Nice. Perfekt. Perfekt. Oh, ich kann mich sogar voll halten. Oh, Wunden Cross. Viel Zeug, viel freies Schalten. Geil. Set. Pokémon Set confirmed. Für Switch. Ach, ich habe ja ganz viele Schlüssel. Ja, hier, nimm. Nimm und stirb. Ich glaube, der gibt einen grundsätzlich nur Truhen, also der hat jetzt nicht irgendwie so ein Special-Item, das er droppen kann. Aber Truhen ist natürlich auch geil. Mit Schlüsseln kann ich jetzt eh nicht mehr viel anfangen. Hasch komme ich ja eh nicht mehr in diesen Run, ja, und stirbt ja sowieso. Gut. Ist an sich in meinen Augen der schlechteste Verkäufer, also einfach so von dem, was man bekommt, weil... Weil, was natürlich ist, also alle anderen, die irgendwie irgendeine Ressource von einem wollen, da irgendwie Bomben, Schlüssel, sowas. Die geben halt mit ein bisschen Glück alle ein richtig geiles Item am Ende. Und, ja, und der gibt einfach gar nichts. Oder ich habe zumindest bisher noch nie gesehen, dass der was richtig Geiles eingab. Ah, ich kann da nicht rein, weil ich kriege ein ganzes Herz Schaden, wenn ich da durchlaufe. Ah, Death. Nice. Ah, das Gute ist mit Shielded Tears, da haben wir auch mit Mom's Heart gleich richtig gutes Spiel. Und wir haben noch das zweite Leben auch noch. Wenn mal echt mal was schief läuft. Hey, wie komme ich denn? Ach, wow, ich habe mich gerade vertippt. Egal, macht nichts. Bin wieder auf die L2-Taste gekommen. Mit dem Finger. Hat ja auch so viel Impact gehabt. Oh. Sehr schön. Schön. Jetzt kommt der entspannte Teil. Was? Der ist jetzt gerade in mir gespawnt. Ernsthaft? What? Okay, doch nicht so entspannt. Okay. Ich nehm's zurück. Sorry, Mom's Heart. Ich nehm's zurück. Aber der ist doch gerade in mir drin gespawnt. Hatte ich doch keine Chance gehabt. Ah. Oh. Alter. Ja, okay, so leichtes Spiel doch nicht. Aber leichteres als üblich auf jeden Fall. Alter, ich mach's noch den Laser. Der Laser. Komm. Oh. Yes. Yes. Oh. Hui. Oh. Boah, ich muss mal echt gleich mal hinlegen. Oh mein Gott! Wie viele verschiedene Endings es einfach mal gibt. Sehr schön. Ich habe echt was im Auge oder so. Oder irgendwie drückt es voll.
Ja, aber einen Run schaffe ich noch. Aber echt nur noch einen. Was haben wir denn sonst noch? Ich würde sagen, noch einen Eden Run. Um, ja, mal schauen, wie die Bike bekommt. Greed will ich noch ein bisschen auslassen. Oh, das macht ein Greed Run mit Azazel. Ach komm, doch, da habe ich jetzt gerade mehr Bock drauf. So, hier der Seed. Schau ich mal kurz auf. Das schreibe ich auf. Jo, das mach ich. Moment, ich bin doch nicht Satan. Weil nur er spricht natürlich so. Natürlich. Was gibt's das denn hier? Oh, drei Bomben, nice. Geil, eine Bombe. Achso, einen Schlüssel habe ich ja jetzt auch noch. Was kann die Tourette-Follower? Was? Follower? Ne, ja, ne. Und das. Oh, nice. Sehr schön. Schlüssel sind schon geil. Das Item habe ich so ein bisschen im Auge. Ach, das war das, was ich gerade im Auge hatte. Nee, bei mir ist das echt der Fall, dass ich mich mal ein bisschen mehr hinlegen sollte gleich. Ich bin zwar nicht mega müde, aber ich muss das versuchen. Weil bei mir ist, weil ich habe mich nur die Augen halt viel zu viel offen und auch noch eben viel zu viel vom Display. Wie gesagt, ich war die Woche aber allgemein ein bisschen voll, weil ja, Klausurphase ist jetzt langsam im Gange und letzte Projektarbeiten, was, also ich habe da noch so eine so ein Gruppenprojekt, was, das muss jetzt noch fertig werden. Weil eben dann auch einfach mal der ganze Nachmittag doch in der Uni saß vom PC und dann an der Arbeit noch vom PC und so was auch noch vom PC. Ist ein bisschen viel natürlich. Aber na gut, mein Karriereweg geht halt auch in die Richtung. Ist halt Informatikstudium, man arbeitet auch in so einem Bereich und bildet sich halt privat auch in dem Bereich ein bisschen. Und streamt halt, man hat halt immer mit dem Ding zu tun. Aber irgendwo ist es halt auch die Zukunft. Weil es gibt auch Leute, die halten sich ja noch komplett so vom PC und vom Modernen und so weg und sagen, außer so diesen Manier so, oh, ist alles zu umständlich und altes ist besser. Also okay, wenn es umständlich ist, okay, wenn man halt ohne klarkommt, ist es natürlich kein Problem. Aber was ich nicht so gut finde, ist so dieses, was manche so machen, dieses extrem protestantische oder dieses extrem demonstrative Wehren gegen irgendwas Neues, irgendwie nur weil das alte ja besser wäre. Ja, weil Dinge ändern sich halt. Man kann ja sagen, dass es vielleicht früher besser war, aber bringt nichts, den nachzuholen. Das kommt davon auch nicht zurück. Man kann es natürlich schade finden, wenn es, weiß ich, wenn es irgendwas gibt, irgendein Event, irgendein System, irgendeine Spielereihe, keine Ahnung, irgendeine Firma, was weiß ich, die vielleicht früher wirklich mal besser war und vielleicht dann ja mit der Zeit irgendwie scheiße wurde. Aber wie gesagt, dann denke ich mal, ja, okay, ist halt blöd, aber muss dann auch dann immer mal so sehen, dass es dann so ist. Aber okay, das ist vielleicht ein Punkt. Ich habe mal sowas in der Art auch mal auf Twitter mal gepostet. Da finde ich vielleicht auch ein bisschen uneinsichtig, muss ich zugeben, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig erwarte, was Leute da vielleicht für Emotionen bei haben. Weil ich mal so tue, als würde man was einfach dann ausblenden. Ich gehe auf Guppy. Wir konnten Glück haben. Ich halt mal dann zu viel erwarte, so, ja, dann, weiß ich, dann mach doch, dann ändert doch einfach das und das, dann ändert das doch einfach oder stell doch das und das einfach um, wenn das scheiße ist oder so. Also wenn es jetzt Sachen sind, die man ändern kann. Die dann vielleicht von der eigenen Situation her, weil man das vielleicht dann nicht so richtig nachvollzieht, vielleicht dann erstmal vielleicht einfach klingt, das ist natürlich so, was für die andere Person vielleicht dann irgendwie totale Überwindung ist oder so. Oder einfach, weil die da irgendwie dann emotionaler ein bisschen mehr tickt oder so und das mehr mitnimmt oder was auch immer. Ich verirre mich wieder irgendein Zeug.
Dann gehen wir jetzt mal die Jalga killen. Aber es ist bei mir auch, es ist nicht nur so das Empfinden, sondern ich glaube, ich bin schon ein bisschen so einfach, ja, schon immer so von der Lebweise her, dass ich mich allgemein mal sehr ein bisschen im Rationalen einfach verpflichtet habe und jetzt nicht so unbedingt der Typ bin, der halt mal so mega die Emotionen zeigt und so. Außer wenn ich mich halt so, außer ich mal bei Isaac über was freue. Obwohl ich auch sagen muss, das ist Livestream, das ist eh wieder ein bisschen was anderes. Da ist es irgendwie, man hat einfach keine Person direkt vor sich, man hat halt so das Mikro. Man weiß irgendwo auch, dass Leute das dann gerne, dass Leute was gerne sehen, wenn man dann ja, im positiven Sinne oder negativen Sinne Emotionen zeigt und die ein bisschen stärker zeigt. Das heißt irgendwie, dass man irgendwie, da hat man irgendwie jetzt nicht so das Rückgrat vor, da jetzt das jetzt irgendwie zu verstecken, weil das jetzt irgendwie anständig wäre oder sowas. Anständig, nicht anständlich. Ach komm, ich nehme es mal einfach ganz viel, ist ja alles hier im Angebot. Oh, das ist geil! Gotta catch him, Pokego, das ist so episch. Hat die Tour nochmal, die verdoppelt doch alles oder so, ne? Was war das? Was macht die da? Die hat gerade irgendwie. Ist jetzt die Tür auf einmal aufgegangen? Okay. What? Oder war das eine Mine? War es irgendwie so eine Art Mine oder? Keine Ahnung, was ist das? Wenn das gerade jemand weiß, dann lass gerne schreiben. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das Item gerade gemacht hat. Ich hoffe, auf jeden Fall noch ein weiteres Item. Nein! Aber das ist so ein Punkt, den merke ich allgemein auch sehr oft. Und da, das unterschätze ich vielleicht bei anderen, dass es da bei denen anders einfach ist. Dass ich, dass ich irgendwie als Mensch mit Neuerungen sehr gut umgehen kann, wenn halt Dinge sich halt verschlechtern, wenn, weiß ich nicht, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich kann mich sehr leicht mit sowas abfinden irgendwie. Dann einfach, oder dann sehr einfach dann mich umstrukturieren, anstatt jetzt da halt irgendwie jetzt emotional so einen Breakdown zu bekommen. Kommt natürlich eher auf die Situation an, aber ich habe das Gefühl, dass das bei mir halt sehr spät erst der Fall ist, dass mal sowas passiert. Also ich kann praktisch schon an, was ich aber auch eher als Vorteil sehe, dass man, wenn man in eher angespannten Situationen trotzdem noch sehr kühlen Kopf bewahren kann. Also so würde ich das jetzt beschreiben. Oh nein, jetzt müssen wir gegen Rot und Blau kämpfen. In den Devs sind wir ja schon. Was war das nochmal? Hm. Oh, der Bleistift, der ist geil. Wir vielleicht nur keinen Kristallbob drauf bauen, weil das endet nie gut. Items sind okay. Was? Hey, ist das Lost? Ach, dann, ach so, der läuft da hin und macht dann irgendwas, killt die Gegner oder keine Ahnung. Oder hilft er mir? Weil das war auch so ein blaues Kreuz. Das sah jetzt nicht so aus, als ob der den jetzt geschadet hat. Nein! Oh Gott, bitte, bitte, bitte. Nee. Schade. Ach, Mann. Aber ich würde sagen, ich glaube, es ist das Beste für mich, wenn ich mich ein bisschen hinlege. Tut die Augen ein bisschen weh. Sonst kriege ich ja noch viereckige Augen. Ja, ich werde es mal kurz zeigen. Seht ihr meine Augenränder? Ein bisschen krass. Nee, ich lege mich echt mal langsam hin. Ich merke, ich sollte es. Okay. War auf jeden Fall ein lustiger Stream. Bevor ich mich aber hinlege, werde ich ihn auf jeden Fall noch auf YouTube exportieren. Der wird dann wohl in 1-2 Stunden dann dort online sein, falls ihr den nochmal ganz sehen wollt. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid dann beim nächsten Stream dann weiterhin dabei. Ich schaue mal noch was an, was wir dann machen. Oder ich lasse es wieder abstimmen. Mal schauen. Und ja, danke an alle fürs dabei sein. Gute Nacht und bis dann.